Hallo zusammen, heute schaue ich mir den Nationalpark Doi Internon an und der Nationalpark hat einige schöne Wasserfälle und vor allen Dingen ist auch hier der höchste Berg Thailands. Gekostet hat mich das diesmal 300 Baht, das ist also der teuerste Nationalpark, den ich bisher besucht habe und für mein Motorbike kamen dann nochmal 20 Baht extra. Ich bin am Vichiratan Wasserfall angekommen und wie man sehen kann, ist der wunderschön und sehr beachtlich. Der Name des Flusses ist Meklang und fällt ungefähr 70 Meter von hier in die Tiefe. Der Wasserfall selber liegt auf einer Höhe von 750 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist ja cool. Könnt ihr den Regenbogen hinter mir sehen? Wunderschön. Schwimmen ist auf jeden Fall verboten und ja, würde ich auch niemandem anraten, hier in das Wasser zu gehen. Ein sehr schöner Wasserfall, vor allen Dingen auch für Fußfaule, sehr gut geeignet, weil die Parkplätze sind nur etwa 20 Meter von hier entfernt. Hier wimmelt es ja fast nur so von Wasserfällen. Ich bin jetzt beim nächsten Wasserfall angekommen und dieser Wasserfall heißt Siriphum Wasserfall und der sah schon von der Anfahrt her schon sehr beachtlich aus, also der muss sehr, sehr hoch sein. Ein paar Bungalows gibt es auch direkt am Wasserfall, also wenn man hier übernachten will, dann ist das Ganze kein Problem und ja, mit einer wunderschönen Aussicht. Ganz wichtig ist in Thailand, wenn man läuft, immer genau hinschauen, wo man hintritt. Angekommen. Der sieht von hier unten klein aus, aber der ist verdammt hoch. Ein kleiner, aber feiner Wasserfall. Wenn ihr auf dem Weg nach oben seid, ist er ungefähr nur vielleicht 500 Meter von der Hauptstraße entfernt. Also auf jeden Fall einen kleinen Stopp wert. Ich bin beim Doi Internon angekommen, oben auf dem Gipfel, ganz oben drauf. Und hier sind ganz andere Temperaturen wie normalerweise gewohnt. Wir haben hier nur 16 Grad und ich habe mir eine Jacke angezogen, weil ich friere das erste Mal in Thailand richtig. Auf der Tafel seht ihr die jeweilige höchste und niedrigste Temperatur, die am Tag gemessen wurde und die 0 Grad stehen für die Bodentemperatur. Tada! So, ich habe es geschafft. Dieses ist der höchste Punkt Thailands. Ich befinde mich jetzt auf über 2565 Meter über dem Meeresspiegel und es ist super kalt hier. Ich bin jetzt am Siriphum Wasserfall angekommen und ja, wie ich gesehen habe, gibt es hier nur diese eine Plattform, aber es gibt einen kleinen Schleichweg hier an der Seite und da werde ich mal versuchen, zum Wasserfall zu kommen.
Das ist hier der Trampelpfad, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und jetzt versteht ihr, warum das natürlich normalerweise nicht erlaubt ist, hier lang zu gehen. Also beim Tiritan-Wasserfall ist Schwimmen auf jeden Fall verboten. Es gibt nur einen ganz kleinen Schleichweg hier runter zum Wasserfall. Und normalerweise kann man sich den Wasserfall nur von der Plattform oben anschauen. Alles in allem ein sehr schöner Wasserfall und ich bin wie immer alleine. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe mir eine kleine Stärkung schon organisiert, weil von Doi Intanon, also dem Nationalpark, bis nach Chiang Mai sind es ungefähr 2 Stunden mit dem Moped. Und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, dass ihr auch meine weiteren Videos anseht. Vielen Dank und tschüss.